vielleicht sowas anderes. Ne, wieso? Den müssen wir dann bestimmt noch ein bisschen bearbeiten, ja. Okay, den müssen wir auf alle Fälle noch schweißen, das sagt der immer. Hier drinnen? Ja, das können wir ja machen. Da unten, wo man jetzt noch ist. Hält mal die Mutter bitte auf. Jetzt soll ich mich ankotzen, dass ich jetzt die Aufnahme hinterstelle. Der muss auch weg, ja, der Anschlag. Ja, der muss auch weg. Die kannst du mal da drin legen. Gib mal. Das Lager her, bitte. Dann müsst ihr den ja weg und weiter hinten anschwälzen, dann müsst ihr der Dings in Oberse sehen, genau. Warte mal, hier ist der 1. Warte, ich schiebe mal den Ring. Das ist doch eigentlich gut, der sitzt doch wirklich, wird es gleich noch hoch. Achso, dass wir die Öffnung ein bisschen tiefer machen können. Mhm. Nee, ein Schutzblech müsst ihr eigentlich nichts machen. Das ist nur dort. So kommt das Tor. Der Anschlag muss weg. Dann Fakt. Ja. Müssen wir schön abflexen, dann müssen wir die ganze Scheiße Sinne einstellen. Das wird euch Spaß haben. Jetzt warum? Die Scheibe noch. Wir müssen es ja eben drunter machen. Die Scheibe. Muss ich noch was dran. Was wär's? Ich muss neu kommen, ja. Ich muss aber zeigen, was. Mit dem hier bist, Junge. Jetzt ist es. Junge, man kann auch ein Rad holen. Rad, was macht man denn schlimm? Ein Rad, was du lieber aufmachst? Nein. Auf ein Rad. Mit Tee. Rad. So, Christian, steck mal einen Flexner, da steckt den Flexner ab. Jetzt muss man alles aufhören, wenn man gescheit. Oh, und das Licht alles noch. Na, lass mich das mal abflexen. Nee, doch mal selber. Komm, da oben habe ich auch schon so gut abgeflext. Na, das siehst du, wie es geworden ist. Der meint ihr? Ja, der meint es nicht. Das kann man nicht mal so. Das muss man auf jeden Fall erstmal aufhängen. Das muss noch was dran. Willst du das Fett einschmelzen? Das ist ja nicht dann, wenn das mal gucken. Nee, wir müssen das noch wirklich machen. Deswegen lassen wir das mal erstmal mal anfangen. Wie gesagt, das laden wir mal so drauf. Vorsicht. Ich bin ja froh, dass wir endlich mal wieder was machen können, nachdem einige von uns so lange in Quarantäne waren, ne? Da war noch ein paar, ja. Das rutscht aber gut drauf. Was ist denn der Ring? Wir müssen das bestimmt noch kosten dann. Das ist doch nö. Doch. Dass die Nase tiefer kommt. Nee. Warum denn? Ah nee, ja, nee. Wieso soll ich das kosten? Das ist gut. So, steck mal rein. Ja. Keine Frage, noch zu mir. So, jetzt sind wir das andere Lager. Kurz mal, weil ich den Lenker auch ein bisschen viel mache. Ja, immer das andere Lager gelassen. Die Plastikkappe braucht. Müssen wir anfangen. So. Also, nicht schlecht, ne? Also, geht schwer. Musst du deine Kontenmutter noch aufmachen? Ist da was drin geschrieben? Die Original? Die habe ich jetzt auch mit. Ja. Falsch. Doch. Ehrlich? Na, du musst die Nasenscheibe original drauf machen und die Kontenmutter. Genau. Jo. Das? Hm, okay. Ja, so. Dann müssen wir gucken. Ach, Scheiße, guck mal. Was denn? Auflegscheibe unten auch. Das müssen wir einfach mal alles machen. Was ist denn eine Flexscheibe? Hast du eben da? Die haben wir da, die sind wir da. Siehst du? Vorher lesen wir. Aber was macht man? Das ist immer so. Was sind die? Die liegt unter dem Magen. Siehst du? Das ist da. Genau. Ja, da ist die Beilegscheibe drunter. Siehst du? Genau, die sind voll das. Ja. Welche da habt ihr oben? Ja gut, das wird schnell alles neu bestellen. Oder neu holen. Das heißt mal, das mit dem Kondom ist ja auch noch so kein.
die wir uns so wieder finden, die denken wir saufen einfach den ganzen Tag. Wie hat das quasi passiert? 8 Euro oder so. Aber das ist halt Sicherheit, ne? Also, so, und hier muss er dann jetzt, wo ist eigentlich eine Maske dran, dann müssen wir das ja. Warte mal, das muss man richten hier. Das ist total krumm. Ist das? Ja, das ist gut, das ist aber original schon so krumm. Ne, das ist original nicht krumm. Wo ist mein Bier? Wo ist denn eigentlich Peter? Das würde ich auch mal ausbieten. Mal gucken, da lassen wir uns ein bisschen was anfangen. Hast du den Spatz noch angekickt oder warum ist das noch angefallen? Nö. Dann nimm doch mal nochmal alles andere nehmen, oder? Guck mal, das Garage hoch. Willst du mitkommen oder? Nee. Nee. Ja, weil so viele Anfragen in letzter Zeit kommen wegen unserem Lüfterrad, was wir am 3D-Drucker jetzt sauber gemacht haben, kann ich nur jedem sagen, das ist nur für uns gedacht und wir werden auch nicht drüber nachdenken, dass wir das irgendeinem die Datei geben oder das, ja, nee, das machen wir nicht, wir behalten das für uns. Das ist für uns so, so ein Ding halt, wo man sagt, Mensch, was hat denn der da an deinem Moped? Ja, wie gesagt, ansonsten fährt ja jetzt mittlerweile jeder mit so einem Trichter rum und wird natürlich besser. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Also, ihr könnt da Anfragen stellen, wie ihr wollt. Maximal werden wir so ein Lüfterrad mal verlosen. Das werde ich auf alle Fälle machen. Aber ansonsten rücken wir die Datei nicht raus. Das machen wir absolut nicht. Ja, warum mache ich eigentlich den Quatsch hier jetzt gerade mit Christian? Das ist zum einen nun ja vorne eine doppelte Bremsscheibe dran und das ist, auch wenn es vielleicht nur Strommobit ist oder Stellmobit, wie sie immer alle sagen, trotzdem will ich damit fahren und Sicherheit geht einfach vor. Wenn ich dann vorne mal bremsen soll, ja, das ist das Steuerrohr, Lenkerrohr, das verbiegt und alles, nee, das machen wir nicht, da gehen wir lieber safe und dann passt das alles. Ich habe das im Ende noch schnell, Entschuldigung. Was denn jetzt die Maske? Die Maske, die ist hier. Und ich muss auch gestehen, dass ich noch nichts rausgebaut habe, habe ich gerade gesehen. Ich muss auch gestehen, dass gerade die Schraube runtergefallen ist. Da muss ich die hin. Ach, ich bin ja morgen noch was geschissen. Was ist denn von Schraube jetzt schon? Oder? Ja. Sag mal. Also die hat sie auch schon gesandelt, ja. Naja, deswegen, aber. Da, weil mal das soll so zumachen, das eine Loch muss man dann immer zumachen, ich weiß nicht, was damit passiert. Also wer wirklich braucht einen Tacho drückt, ja? Zeig mal, hab ich noch mal gesehen. Was ist das für ein Tacho? Ja, wer so ein Tacho braucht, ne, kann das anschreiben. Bei uns fliegt er weg. Da jetzt erstmal. Was? Ja, ich würde mal behaupten, eher gestern ist es sogar noch höher. Weil du ja, aber guck mal, da ist ja unten dann ein Problem. Ist. Du müsstest eigentlich müsste man ein Schubfleisch gerade machen, wenn man es genau wissen will. Was kennt der hier, Alter? Was ist denn das? Vögel. Hat denn dir was geschrieben, dass du das ausschneiden musst? Nee, oder? Nee. Na, bitte mal, dann machen wir das Schlussbring mal drauf. Soll ich das rausbauen hier? Was? Naja, ich glaube jetzt nicht. Ich könnte ich eigentlich morgen mal machen. Das kannst du morgen mal machen. Ach scheiße, aber die sieht wirklich ein bisschen nicht aus. Eigentlich müsste man eine neue besuchen, aber was ist Quatsch hier, wo man da eh denken muss, ne? Daniel! Daniel! Also hier, wer hier so einen Tacho haben will, soll ich einmal noch melden. Und die YouTube-Pause halt gerne. So. Ja,
Dann müssen wir so sein, als nächstes irgendwie größer braucht, weil dann müsste ich da mal feilen. Ne? Mhm. Das kannst du machen. Oder nicht? Ist das die mit dem Luftübertragung? Nee. So, das ist hier. Siehst du es? Ja, aber. Nee, nee, komm mal. So, also. Ja, klar, der Lenker, der Einschlag ist ja dann hier. Da müssen wir was bauen, dass der so. Ich würde nicht viel rum. Oder wir flexen ein Stück weg und mal gucken. So, komm, so ist es dran. Das ist mal nicht schlecht. Jetzt lassen wir uns den Band anfinden, ein bisschen noch den Bock. Das muss die noch gucken. Ja. Das hat niemals hin. Also müssten wir die Lampenmaske ihre Ohrhörung ausschneiden, meinst du? Ausschneiden. Muss ich mal erstmal Dienst. Ja. Aber das muss halt so knapp wie möglich machen. Das ist schön. Ja, das ist optisch fassbar. Das ist nicht aus wie ihr wollt. Die Lampenmaske steht ja schon fest. Ich wollte die so weit wie möglich unten machen. Ja, ich hätte mir jetzt gerade mal überlegt, was wäre denn? Aber geht durch den Vorrat-Hebel hin, hat ja. Das ist eigentlich auch durch den Sinn. Genau. Das muss man dann eben mal schweißen, ne? Das. Wird das gewinnen, oder was? Musst du dir merken, oder? Ich weiß ja schon gerade, was ist denn, wenn man das hier nur gerade so abschneidet? Oh ne, das sieht man noch. Sieht optisch dann auch scheiße aus. Hm? Wenn du dich auf dezent aufschneidest, das sieht alles rotzer aus. Das muss schon optisch passen. Ja, oder wir schneiden es komplett raus und machen ein neues Blech rein. Aber da sind die Runde weg. Ne? Und wenn du das wegschneidest, könntest du zur Null, wenn das weg ist, den Käfer machen und drum. Das ist vollkommen Gummi. Na gut, das würde ich so so machen. Das ist wirklich ordentlich. Dass das dann hier schön stramm abschließt? Genau. So tief wie möglich. Ja, aber für unsere Camper müssen sich da Gedanken machen. Ja, das wird dahin denken. Also, ist nicht schlecht. Gut, das bewegt sich ja nicht, das ist ja stark, ne? Das ist stark. Kommt da nicht ein Gummi drauf beim Schnorr? Guck mal bei dem Schnorr drüben. Da kommt doch ein Gummi drauf. Ja, gut, das ist ja nur scheiße, ja, ein Gummi drauf kommt. Da ist eine Träme. Tun wir uns mit Träme immer im Zimmer. Das ist jetzt scheiße, ja, und kalt wegmachen. Da machen wir dann ein Käfer drauf oder so, das ist jetzt kein Problem. Ne, da kommt auch beim Schnorr kommt hier ein Gummi drauf. Da kommt ein Gummi drauf, ja. Mhm. Aber das ist ja ein Habicht.
Aber da kommt trotzdem ein Gummikopf, aber ein Träbel und eben auch nichts rum. Und mit dem Gummikopf muss das dann ja bitte optisch dann machen. Und dann ist hier alles. Ja, so ein Kumpel. Muss aber halt nur 2% gerade sein. Ne? Ja, die Frage ist ja, was ist denn auch gerade? Ne? Das musst du mit dem Tank ausrichten. Tank drauf und dann schiebst du es rein. Dann kannst du es ausrichten. Mhm. Also müssen wir jetzt einen Träbel nehmen und das erstmal immer durch abtrennen. Mhm. Schön vorsichtig, die Kante weg. Vorsichtig. Also weg, oder? Sind die nichts mehr? Ich weiß es nicht. Jetzt kommen sie gerade hoch. Habe ich schon gesagt, dass wir auch Nebenbühnen kriegen? Woher denn? Dumm hat einer auf der Hand. Ach so, nee, okay. Ich weiß es, ich habe es noch nie gesehen. Deswegen, ich muss die Karate jetzt und dann muss die Scheune auf sie machen. Hey, wenn du Platz hast, musst du eine neue Bühne nehmen. Es gibt ich bin damals mein Kumpel noch zu spät gekommen, da hat er da einen Kosten zu führen, der Heinrich mit da ist. Oder Heinrich. Ey, da wollte vor einer Eugene wollte ich da 5 Euro haben. Ach, scheiße. Dann soll die Eugene ja auch. Ja, für das Moped kriege ich jetzt auch ein Krankenbett. Krankenbett? Ja, mit elektrischer Schwerer. Kannst du auch fahren. Einmal frei? Das ist nicht schlecht. Da gibt es mir das 3 Euro schon drauf, das heißt, ja, ne? Du müsstest mir auch den Bein rechnen. Das kommt da hin, müssen wir fahren, ist das ein längerer Strom drin. Naja. Was war schön, wenn wir fahren, oder? Wir wissen jetzt, da sollen wir auch gehen heute haben, oder wie wir haben. Was hat Andreas jetzt alles jagt? Was? Nicht für den Storm? Blinkt, vor ja. Das hätte er so bitte noch. Das ist ein Gas, hab ich schon mal hier. Jetzt ist ein Gas, hab ich jetzt ein Gas, hab ich jetzt ein Gas. Sektor! Nee, ich hab doch jetzt ein Gas. Scheiße, aber Flügel, wir haben doch schon mal einen Punkt, Alter. Ich krieg Sektor, ja. Ich hab doch schon mal. Das ist doch eine alte Woche, oder? Wie kannst du an? Für was? Ich nicht. Ich will da eben von MMW rein haben. So. So. Gut, lass mal. Aber der. Jetzt bei den Sportlern, das ist der Sport, aber mit der Reihe. Ich habe das jetzt mal kennen? Nein, das mache ich selber. Ohne Spitze. Was denn? Ich wüsste natürlich also die Dinger auch mal hochhaben, oder? Wir sind zwar lieber romantisch nackig an deinen Arm, aber alleine. Richtig. Nackig? Ja, nackig. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ich fahre meine Nachbarin. Ich fahre alleine, weißt du? Dann sei noch mehr. Dann müssen wir jetzt hier nicht äußern, ne? Ja. Ich bin noch nicht so gut. Komm. Siehst du so die Kleine? Das hat auch, also, so. Rackwitzke ist dann ganz schön hier, ne? Einwandfrei. Da wird sich noch der Haare rausreißen, wenn er hier das Schussblech dort dengeln muss. Der hat so gelernt. Der sagt, bringen wir gleich mal ein Stück auf Frischhand. Du hast doch was auch gleich nicht, dass wir uns gerade haben. Noch ein bisschen, oder? Noch ganz schön.
Na, hier bleibt mal ruhig. Bin noch da. Achso, ja, klar, wir lassen die dann nur öffnen. Ne? Wir müssen nur mal brechen, dass hier nachher noch später noch Gummis sind, dass ich gleich nicht überlaufen. Ja, jetzt mal die Fahrer, was macht die das nicht so das? Wir knallen uns gegenseitig her. Ja, noch. Guck mal. Hier werden wir. Warte mal, wenn der Grat hier drüben weg ist. Dann könnte es passen. Könnte es fast. Ja, da schneide ich den gerade vor. Letzte Warte da. Ich muss mal so ein bisschen umdenken. Ne? Hm? Ja, du wolltest den. Das ja auch. Oh, das ist vielleicht okay. Merci. Merci beaucoup. Was lieber? Ja, wir wollen Kläger. Wo ist deine Ahle? Ahle? Auf dem Kläger, Alter.